Moin und willkommen zu einer neuen Folge LS15 auf der Bonesland Map. Ja, wir werden heute mal so ein bisschen was außerhalb von der Landwirtschaft tun. Und zwar sind wir hier ja nun nicht nur als Landwirt und ich sag mal nur ein Unternehmen tätig, sondern haben auch mit verschiedenen Baufirmen unsere Verträge am Laufen und müssen dafür dann auch entsprechend die Baustellen so ein bisschen mit Sand und Kies beliefern. Und ja, das werden wir jetzt nochmal eben tun, damit die morgen früh da in Ruhe weiterarbeiten können. Die erste Ladung habe ich schon aufgeladen. Und ja, damit wollen wir jetzt mal gleich zur ersten Baustelle hinfahren. Die kriegen jetzt jeweils eine Ladung Sand und eine Ladung Kies. Und ja, das halt eben zu jeder der Baustellen. Und ja, wir machen das halt auch, um so ein bisschen Geld noch nebenbei zu verdienen. Wir werden ja doch noch so einiges brauchen. Und ja, da müssen wir uns nochmal so Gedanken machen, wie wir jetzt überhaupt weitermachen, was die nächsten Schritte sind, die wir tun werden. Ja. Ich wollte eigentlich ja relativ schnell die Biogasanlage in Betrieb nehmen. Das aber an und für sich auch erst dann, wenn das mit der Gülle so ein bisschen, ja, mit Gülle und Mist besser läuft. Oder wenn wir da mehr von zusammenkriegen. Und ja, das ist halt aktuell noch das Problem. Weil, ja, finanziell sind wir noch nicht so unbedingt auf den Stand, dass wir uns hier jetzt einen Haufen Kühe holen könnten. Und ja, ich denke mal, das wird so das sein, wo wir als nächstes drauf hinarbeiten. Und dann läuft der Laden schon. Ja, reich wird man durch das Sand- und Kiesfahren jetzt nicht unbedingt. Schauen wir gleich, wie viel Plus wir gemacht hatten. Ich bin irgendwo bei ja, knapp 101.000 hatte ich auf dem Konto, wo ich hingefahren bin zum Kiesern. Und ja, können sagen, haben jetzt pro oder für die Tour knapp 4.000 gekriegt. Ich meine, für eine Ladung Kies fahren 4000 Euro ist schon ein ganz guter Preis, wenn man das mal so auf die Realität bezieht, aber wenn das jetzt mal so aufs Spiel beziehen, müssen wir da doch ganz schön viel fahren, um da gewinnmäßig entsprechend was bei rauszukriegen. Also ist eigentlich eher so kleine Art Nebenbeschäftigung gedacht. Wenn man mal nicht so viel zu tun hat oder keine Lust hat, jetzt unbedingt irgendwas zu ernten oder die Felder zu bearbeiten.
Und ja, ich bin auch noch am überlegen, ob ich das hier mit der Ladestelle so lasse oder ob ich da nochmal beigehe und guck, dass ich das irgendwie anders mache, dass man nicht selber laden muss, sondern das über so einen Verladeträger irgendwie in der Art mache. Oder dass ich da irgendwie was verbaue, dass man beide Möglichkeiten hat. Da muss ich mir nochmal in Ruhe ein paar Gedanken zu machen. Ja, jetzt mit der Schaufel, das so hundertprozentig klappt das irgendwie nicht, die voll zu kriegen. Man muss doch ein paar Mal so hin und her fahren. Mache aber auch vielleicht daran liegen, dass die Schaufeln einfach ein bisschen größeres Füllvolumen haben. So, dann geht's wieder los. Damit fahren wir jetzt erstmal eben zur anderen Baustelle hin, dass man das auch mal eben gesehen hat. Und ja, dann hatte ich mir noch so überlegt, dass ich hier jetzt auch eventuell wohl anfangen werde, so ein bisschen mehr mit Autocombine zu machen, zumindest ja, erntemäßig halt, um da doch nochmal so ein bisschen anders voranzukommen. Dass man sich dann halt auch so, wie man das von dem einen oder anderen YouTuber her kennt, sich da irgendwie so seinen bestimmten virtuellen Helfer immer mit zuzieht, der irgendeinen Namen verpasst kriegt und fertig. Aber ja, da schauen wir erstmal noch und warten ab. Gerade so beim Dreschen, zumindest wenn ich Strom mit brauche, das werde ich dann selber machen. Weil das Problem mit einem Autocombine ist ja doch irgendwie, dass er nicht unbedingt gerade da übers Feld fährt, sondern da doch immer so einen kleinen Bogen macht. Und ja, ich möchte das Stroh einfach halt gerade da liegen haben. Da bin ich so ein bisschen eigen. Und aber gut, wie gesagt, da will ich auch noch gar nicht zu weit vorausdenken und planen.
Da schauen wir einfach mal, wie das so auf uns zukommt. So, mal gucken, ob wir hier hinten rumkommen. Ja, eine saubere, aufgeräumte, ordentliche Baustelle. Zumindest zum Teil. Ja, die Bewohner hier könnten ihre Rasenflächen auch mal so ein bisschen mehr pflegen, wie man das so sieht. Aber gut, das geht uns jetzt erstmal auch nichts an. Außer da kommt mal irgendeiner angelaufen und beauftragt uns damit. Aber ich schätze mal, das ist auch irgendwann wahrscheinlich. So, dann geht jetzt noch eine Baustelle. Ja, eine Ladung Kies geht noch zu der Baustelle, wo wir jetzt gerade waren, und eine Ladung Sand noch zu der, wo wir als erstes hingefahren sind. Und ja, ich denke mal, dann könnte man für den heutigen Tag im Spiel den Feierabend so langsam einläuten. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Dann seht ihr auch noch mal eben ein bisschen was anderes. Nehmen wir gleich noch mal eine Ladung Kompost mit. Müssen dafür zwar ein bisschen woanders hinfahren, aber hatte ich die jetzt gesperrt oder? Dann können wir so schon mal die erste Ladung Kompost auch gleich ins Lager fahren. Haben wir da hinten auch noch mal wieder einen Platz, um den überschüssiges Stroh oder sonst was da noch mal reinzukloppen.
muss ich nur noch mal überlegen, welche Halle der Kompass da jetzt gelagert war. Auch wenn ich es gebaut habe, was jetzt genau in welcher Halle ist, kann ich auch nicht immer so genau sagen. Ich weiß, dass jetzt hier auch bei den ersten Hallen, das sind auf jeden Fall Stroh und Gras und ganz hinten müssten Rübenschnitzel sein. Dann müsste hier theoretisch der Kompost hinkommen. Wunderbar. Ja. Unser Wachmann ist auch noch da. Alles schick. Ja, das soll es denn auch für diese Folge und heute gewesen sein. Ja, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass es doch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn, tschüss.